Integralrechnung ist genauso leicht. Das ist eigentlich nur die Rückwärtsdifferentialrechnung. Also, wenn wir spaßenshalber zum Differenzieren ableiten sagen, dann sagen wir hierzu aufleiten, spaßenshalber. Hier oben werden die ganze Zeit links erscheinen zu denen, die es ganz eilig haben, also Grundlagen und so weiter. Und ja, zum Schluss, deswegen rede ich auch nur, werden hier dann die links erscheinen, sodass man in Ruhe aussuchen kann. Na denn, also ich glaube, wer Differentialrechnung kann, also wer eigentlich Gleichungen lösen kann, der kommt mit der Integralrechnung genauso zurecht. Was man damit alles machen kann, es wird alles ausführlich erklärt. So, meine Rederei müsste jetzt langsam ihren Zweck erreicht haben, denn ich kann dann hier überall die Playlists und Links anbringen, wo es zu den ausführlichen Erklärungen geht. Jetzt höre ich aber auf zu reden. Bis dann, tschüss.